Hallo, mein Name ist Luca und das hier ist Steve. Und Steve ist ein bisschen dumm. Steve hat hier einen Brief bekommen vom Museumsdirektor und zwar ist es Steves erster Arbeitstag im Museum. Da Steve allerdings ein wenig tollpatschig ist, ist es vielleicht keine gute Idee, dass er hier in diesem Museum arbeitet. Allerdings sehen wir schon drei Pfeile hier unten auf dem Boden. Vase 1, Vase 2 und irgend so ein komischer Steinpenis. Steve kann sich jetzt entscheiden, welche Vase er nimmt. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu dieser Vase hin und jetzt hat Steve die Vase in der Hand. Steve bleibt stehen. Ich drücke nichts, meine Damen und Herren. Steve taumelt so hin und her. Ich muss mal ganz kurz hier eben einfangen. Ja, wie gesagt, Steve ist leicht tollpatschig. Auf jeden Fall ist Steves Aufgabe jetzt, diese Vase zu nehmen und irgendwo hin zu... Oh. Nein. Steve soll diese Vase nun dort vorne hinbringen und dabei darf ich so wenig Dinge hier umrammen, wie es irgendwie geht. Ich finde aber, das habe ich ganz gut hingekriegt. Also Steve, stell die Vase jetzt da drauf. Steve? Wir starten das Ganze mal von vorne. Wir entscheiden uns diesmal für das Ding hier vorne und jetzt sehen wir auch schon, da vorne ist der Pfeil eingeblendet. Ja, das hat ja vorhin auch gar nicht richtig funktioniert. Also hier geradeaus laufen, Steve. Du hast da ein paar Zuckungen im Handgelenk. Hier vorne rum. Oh mein Gott, das war relativ eng, Steve. Jetzt zu links. Ah, nein. Okay, unser Score ist gerade minus 433. Och Gott, Steve, Mann, was hast du denn auch für komische Beine? Hier vorne müssen wir irgendwie rum, Freunde. Das ist hart schwierig. Oh, Steve! Mann, wieso bist du denn so dumm? Hier vorne jetzt dieses Steinding draufgestellt, da haben wir es draufgestellt, Freunde. Und jetzt auf einmal läuft Steve rum, als wäre der beste Mensch der Welt, obwohl ich das ja eigentlich bin. Jetzt nehmen wir uns mal diese hier vorne und sehen schon da hinten nun einen roten Pfeil eingeblendet. Es sieht noch sehr, sehr gut hier aus. Allerdings im Gleich... Ey, komm, ich steuere die ganze Zeit gegen, Digga. Steve, das ist doch nicht dein verdammter Ernst. Komm, jetzt beweg deine Füße hier so ein bisschen und jetzt hier rüber. Steve, nein! Hier ein bisschen abbremsen nach vorne. Wieder abbremsen, Steve. Hier vorne durch. Nein. Wir stoßen hier nichts um, Steve. Nein, okay, genau. Hier vorne rum. Ganz einfach. Das ist ja relativ simpel. So, du stellst das jetzt hier vorne drauf. Einfach nach vorne, Steve. Bam. Wir haben einen positiven Score. Das ist für mich ja schon mal was Gutes, wenn wir irgendwie ein Ey, komm. Komm, das ist nicht dein scheiß Ernst. Hier ein positiver Score ist auf jeden Fall was Gutes, Freunde. Die Steuerung ist relativ simpel. Man muss nur gegenlenken. Der quasi wackelt von alleine. Wo muss die denn jetzt hin? Oh, yo, nach da oben. Er wackelt von alleine, man muss nur so ein bisschen gegenlenken. Ich glaube, die Vase, die man selber in der Hand hat, kann man jetzt nicht fallen lassen, sondern man kann höchstens irgendwelche anderen Sachen Steve, chill. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt volle Kanne gegen die Wand gehe. Nee, da passiert nichts. Hier vorne hoch, das heißt, hier kann eigentlich nichts passieren. Okay, das heißt, hier vorne haben wir ein paar Banden. Und das ist alles, was man machen muss. Also man kann nicht springen, man kann nicht irgendwas schlagen oder wegschießen oder so. Man muss einfach nur Steve mit der Vase helfen. Das hier ist schon relativ eng, Freunde. Oh mein Gott, okay, Steve, komm ein bisschen zurück. Komm ein bisschen zurück, das machen wir nochmal. Oh mein Gott, okay. Die bleibt stehen. Digga, das ist doch nicht wahr! Dann können wir hier aber zumindest nichts mehr kaputt machen auf der rechten Seite. Das heißt, wir gehen hier rechts ein bisschen rum, jetzt hier links. Gut ausgewichen, Steve. Und jetzt hier vorne einfach nur das Ding ablegen. Einfach nur ablegen. Tada! Score von 1000. Jetzt können wir unten einfach auf Main Menu klicken. Klicken wieder auf Start. Sind wieder und... Es gibt tatsächlich nur ein Level. Ich weiß nicht, ob ihr ebenfalls so verstörend unterwegs seid wie ich, Freunde, aber ich habe früher oft darüber nachgedacht, wie es wohl wäre oder wie nice es wohl wäre, würde ich mal eher sagen, wenn man einfach einen Fußball bekommen würde und dann in seine Schule gehen könnte und einfach alles kaputtballern könnte. Alle Fenster, alle Gegenstände. Bin ich verstörend oder habt ihr sowas auch mal gedacht? Das ist quasi das, was ich hier gerade mache, Freunde. Also ich laufe hier ein bisschen rum, hau jetzt einfach mal jede Vase um, die ist irgendwie um... Digga. Ja, so ist richtig. 3 Wochen später. Hier ist alles umgehauen. Hier vorne. Da hinten stehen noch ein paar Sachen. Aber da rechts ist auf jeden Fall auch alles umgehauen. Das ist ein wundervolles Spiel. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Steve hat ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Wenn euch dieses dumme Spiel gefallen hat, meine Damen und Herren, dann lasst gerne mal ein Like da. Schreibt mir andere dumme Spiele in die Kommentare, die ich eventuell das nächste Mal zocken kann. Und jetzt
kommt das Outro. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.